An einem milden Tag im September liegt Frau Flipjack in den Wehen. Manchmal richtet sie sich auf und beißt die Zähne zusammen. Ihr Wöchnerinnenhemd ist grün bestickt. Sie hat es noch mit ihrem Mann unter all den durchbrochenen Modellen ausgewählt. Am Dienstag darauf wurde Herr Flipjack eingezogen. In wenigen Tagen hat er in einem motorisierten Verband das flache Polen erobert. Jetzt wird er auf einer Weichselbrücke stehen und Schnappschüsse machen. Für später. Nichts wünscht er sich sehnlicher als einen gesunden Jungen, einen kleinen Siegfried. Herr und Frau Flipjack konnten sich erst in letzter Minute auf einen Vornamen einigen, aber insgeheim hofft Frau Flipjack, dem kleinen Siegfried mit einem Mädchen zuvorzukommen. Für Frau Flipjack gibt es sowieso nur einen Vornamen, Lissy. Die Hebamme besitzt geschickte Hände. Am frühen Nachmittag hat sie das Kind geholt. Sie legt die Nabelschere aufs Fensterbrett und fackelt nicht lange. Das Dingelchen will nicht atmen. Sie packt es an den Füßen, dass der Kopf nach unten hängt, während die freie Hand ausholt. Der erste Schrei klingt sogar schön. Mit der zweiten Post trifft der Brief ein. Sein Wortlaut ist vorgedruckt. Ort und Tag sind maschinenschriftlich eingefügt. Auf Lissys Kopf sprießt rötlicher Flaum. Überhaupt gleicht sie Herrn Flipjack aufs Haar. An einem Pfingstsonnabend endlich ist es lang genug, um zu vielen widerspenstigen Schlangenlocken eingedreht zu werden. Auf dem Weg zur Heißmangel, zur mechanischen Besohlungsanstalt von Lionel Blechschmidt, tanzen sie auf ihren Schultern, doch am liebsten steigt Lissy die Stufen zu dem zauberisch glitzernden Spielwarenladen hoch. Ihr inständigster Wunsch ist eine Puppe im Dirndl, wie sie nebeneinander so verträumt an der Rückwand des Regals lehnen. Frau Flipjack lässt den Tag der Erfüllung und den fünften Geburtstag zusammenfallen. Während sie Säume versticht, Abnäher auftrennt und die Kriegerwitwenrente flickt, bringt Lissy dem Pfälzer Dirndl Liederanfänge, Knickse und im Luftschutzraum die wichtigsten Handgriffe mit der Feuerpatsche bei. Frau Flipjack bemerkt es heute nicht zum ersten Mal. In dem Kind steckt ja wohl doch eine Lehrerin. Auf jeden Fall freut sich Lissy einen Tag um den anderen auf die Schule und schnurrt die Zweierreihe her. Als es dann soweit ist, fällt die Zuckertüte nicht viel größer als ein Gewürztütchen aus. Den fellbezogenen Ranzen hat der Großvater als Infanterietornister getragen. Gleich am ersten Schultag verteilt die Lehrerin abgegriffene Fibeln. Die Straßenbahn heißt elektrische. Auf einer rechten Seite lächelt der Held von Tannenberg. Es war einmal. Das Land, dessen Briefmarken Lissy ein bisschen sammelt und ins Steckalbum sortiert, heißt seit kurzem sowjetische Besatzungszone. Erst viel später, als Lissy die Geographiestunde über die Lommatscher Pflege hinter sich gebracht hat, wird die Republik ausgerufen, in der Zuckerrüben wachsen. Ganz hinten, in der Gegend um Fürstenberg, wachsen auch andere Sachen in die Luft, Hochöfen zum Beispiel. Zeichenlehrer Dippel macht eine Aufgabe daraus und stellt Wasserfarben zur Verfügung. Rings um das Blatt malt Lissy eine Girlande aus springenden Schafen und Hasen. Das erschwert die Benotung, zumal Herr Dippel nicht weiß, wie besessen Lissy im jungen Naturforscher liest. Wenn sie morgen noch einen Feuerfalter fängt, ist ihre Schmetterlingssammlung auf 34 Exemplare angewachsen. In länglichen Pralinenkästen schillern sie in den schönsten Farben. Zur Abschlussprüfung kann ihr nichts die Biologie 1 streitig machen, nicht einmal der jarrowisierte Weizen. Völlig folgenlos bleibt das nicht. Lissy soll den mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig besuchen. Die Bezeichnung Zweig wiegt sie in einer Vorfreude. Bis zur 11. Klasse läuft alles schnurgerade. Selbst der gepfeffertste Lehrstoff kommt ihr wie ein Pappenstiel vor. Am Ende des Schuljahrs, im Juli, wenn die Linden die Stadt in eine Duftei verwandeln, sind die Zeugnisse jedes Mal vor lauter erstaunlichen Einsen und Zweien federleicht.
Nur im Sport, an den Geräten in der kalten Halle, hängt Lizzie etwas durch. Aber der Juli. Es ist nämlich der Juli, der überall Leimruten auslegt. Oft genügt eine gesellschaftliche Betätigung von größter Ernsthaftigkeit, um ruckzuck eine Zuneigung zu stiften. Im Sommer werden ordnungsgemäß Zeltlager durchgeführt, eins in Krakow am See. Vormittags marschiert die Belegung zum provisorischen Schießstand und mittags sind zwei mitten ins Herz getroffen. Auf der Rückfahrt zwischen Waren und Neustrelitz lehnt Lizzie ihren Kopf an Konrads Schulter. Dann stapeln sich die Briefe in schneller Folge. Zum Glück verkehren die Züge fast stündlich. Zum Glück wohnen Daphnis und Chloe nicht allzu weit auseinander. Hand in Hand promenieren sie im Stadtwald, bis sie glauben, der Mond gehe auf, damit sie sich über die Färbung ihrer Augen vergewissern können. Auf ihren Lippen mussieren zärtlichste Anreden. Nur bei der Vokabelkontrolle in der zweiten Stunde löst sich Lissys Zunge nun verhältnismäßig schwer und im Physikraum gelingt es ihr nicht, sich der mathematischen Hilfsmittel zur Formulierung dieses oder jenes Gesetzes zu bedienen. Das ist beide mal schade. Frau Flipjak erwägt ein strengeres, eiskaltes, listiges Reglement. Aber mit einem Mal haben die Spaziergänge über Nacht ein Ende. Die hellblaue Korrespondenz wird schlagartig eingestellt. Es fehlt nicht viel und das Szenar eines Gedichts von Otto Roquette ist zusammen. Frau Flipjak beginnt das sehr einfühlsame Gespräch im Badezimmer, wo sie beide bloß Frauen sind, die unter mehreren Flakons wählen und das Haar mit schönen Tüchern hochbinden. Um seiner Pflicht nachzukommen, bittet auch der Klassenleiter Lissy zu sich. Genug ist nicht genug. Am Wochenende regt sich das Elternaktiv und redet aus dem Vollen. Lissy pfeift auf den Studienplatz mit seinen 8 oder 10 Semestern. Was ihr einigen Spaß macht, die himmlische Biologie in erster Linie, lernt sie so nebenbei auf ihren Streifzügen durch die Umgebung. Als in den Vorgärten die Hyazinthen blühen, rücken die Prüfungen näher. Halbwegs kann sie alles beantworten, auch im Mündlichen. 1813 und 1618, in Friedrich Gottlieb Klopstock verehren wir den Dichter des Messias. Sämtliche Säuren röten Lackmus und bilden mit Basen leicht changierende Salze. Das Abschlusszeugnis ist ebenso zufriedenstellend wie ausgeglichen, und doch löst Lissy nach den Ferien eine Fahrkarte nach Hochweitschen. An der Strecke oxidieren kleine Fabriken. Das Dorf hat gekröpfte Dächer und viele beschilderte Versuchsfelder. Lissy will kreuzen und die Bodenluft entgiften. Es juckt ihr schon in den Fingern. Jeden Morgen um dieselbe Zeit wieselt Lizzie die Wendeltreppe hinunter. Das Frühstück ist reichlich, aber Vorsicht mit dem frischen Brot. Gegen 7, wenn nicht schon 3/4, wird die Arbeit besprochen. Lizzie steckt in der Drillich-Kombination, zu der auch Gummistiefel gehören, und blinzelt in die Runde. Sie hat diese braunen Augen, die schnell großen Eindruck machen. Natürlich muss sie von der Pike auf lernen. Heute wird sie zum Pferdestriegeln eingeteilt. Die feurigen Zweijährigen sind ihr Ein und Alles. So verstreicht der Herbst mit Pferden, Strohschütten und Landregen. Der theoretische Unterricht wird von einem minutiösen Plan regiert. Er sieht erstens, zweitens und drittens den Facharbeiterbrief als Agrotechnikerin vor. Abends krault Lizzie dem Kater das Fell und macht sich Gedanken, teils über Gott, teils über die Welt. Wenn sie aus dem ovalen Fenster ihrer Mansarde auf den Gutsgarten blickt, sieht sie Pappeln und an den Stämmen Efeu, sie sieht zwischen weißen und rosa Dahlien schmale Wege aus Kies und in der Luft Landkärtchen und kleine Füchse. Das löst eine Lawine von Gedanken aus. Bei passender Gelegenheit schützt sie im Unterricht Übelkeit vor, in ihrem Zimmer packt sie die länglichen Schmetterlingskästchen zusammen und geht los.
Unterwegs im Gutswald liest sie noch die buntesten Blätter auf. Die Verwunderung ist groß genug, als sie außer Atem die Tür zum Schulhort aufklingt und Käfer und Raupen über ihren Handrücken laufen. Die sommersprossigen oder spillrigen Senker der Häusler und Kombinefahrer brechen auch gleich in jaulendes Feldgeschrei aus und gruseln sich vor lauter Freude. Lissy klappt die Deckel der Schmetterlingskästchen hoch. Die Blätter liegen auf einem Spieltisch. Ein Kanon aus A's und O's, denn wer hätte geglaubt, dass Schmetterlinge die Alpen überfliegen? Die Fragen springen kreuz und quer. Lissy erzählt und erzählt. Nächste Woche können wir uns ja wieder treffen, vielleicht sogar einen Tag früher. Nun werden Kokons gesammelt und Würmel in Marmeladengläsern herbeigeschleppt. Inzwischen hat Frau Flipjak das alte Mikroskop in Watte gepackt und zur Post gebracht. Jetzt sieht das Bein des Dungenkäfers mit seinen Haken, Zangen und Bohrern wie ein kompletter Werkzeugkasten aus. Dann ist der vierte Forschernachmittag heran und die Begeisterung will noch immer nicht nachlassen. Jemand hat schon von einem Zirkel gesprochen. Der Bürgermeister fühlt sich verantwortlich und stiftet den jungen Kuckuck, der auf dem Vertiko steht. Als Dauerleihgabe behält er sich vor. Fräulein Lissy hat schöne Beine, tuscheln die Kinder und sind ganz bei der Sache. Heute macht Lissy mit den Naturforschern eine kleine Exkursion zu den Versuchsfeldern. Wenn sie der Regen überraschen sollte, suchen sie unter Bäumen Schutz und bestimmen das Alter. »Passt nur tüchtig auf«, sagt Lissy. »Man weiß nie, wozu es gut sein kann.« Lissy hat Übung im Taxieren. Bei Eichen verschätzt sie sich höchstens um 5 Jahre. In ihr steckt also wohl doch eine Lehrerin. Frau Flipjak hat es ja gleich geahnt. Eine Mutter ahnt das gleich. »Meinetwegen«, gibt sie schließlich am Telefon klein bei, »obwohl mir Biologie gar nicht recht ist.« Lissys Delegierung steht zur Debatte. Wahrscheinlich Jena. Und die Leitung ist optimistisch. Oh doch. Die gesellschaftliche Seite gilt als erfüllt, unabhängig davon, wie wir das nennen, Zirkel oder Spintisierereien. Die Kinder sind fanatisiert. Sie entdecken überall fremdartige Pflanzen und wollen nicht begreifen, warum Fräulein Lissy weggeht. Zuvor hat Lissy noch die Prüfungen abzuwickeln. Die allerletzte Frage ist ein verlockendes Angebot. Dann bereits im neuen Haus, in 5 Jahren. Überlegen Sie sich das reiflich. Streng genommen braucht Lissy nur noch zu unterschreiben. Stattdessen lacht sie. Sie sagt, nun auf einmal, und lacht. »Es ist doch richtig«, fragt der Prüfer im kindlichen Diskant. »Sie sind doch ein Arbeiterkind.« »Ach, du grüne Neune!« Lissy hat es schon auf der Zunge. »Was denn nun noch alles?« Auf der Universität lernt Lissy mit einem Eifer, der gar nicht zu bremsen ist. Nach 10 Semestern schwankt sie beim Gehen. Es ist ein strotzend grüner Tag im Juli. Alles schwebt ein wenig über der Erde. In der Kollegmappe knistert das Diplom. Eine krumme Zeile leerer Gläser gehört dazu. Die Biologie ist ja die Lehre vom Leben und den Lebewesen. »Ich bin sehr stolz auf dich«, hat Frau Flipjak telegrafiert. »Die Ferien sind eine Kette von Verwöhnungen.« »Assistentin Flipjak«, sagt Frau Flipjak noch auf dem Bahnsteig. Lissy muss 2-mal umsteigen. Die Fahrt nach Hochweitschen dauert im Winterhalbjahr gut 4 Stunden. Im Gutsgarten wird die Fontäne abgestellt. Es ist immerhin Ende Oktober, der 23. Auch das Laub ist so gut wie herunter. Man sollte lange Spaziergänge unternehmen. Lissy hat sich schnell wieder eingelebt. Das fällt ihr nicht schwer. Sie steht vor dem hohen Spiegel und hantiert mit Wattetupfern, als es klopft. Der Bürgermeister will nicht bloß guten Tag sagen heute, am Sonntag.
Eine ernste Gefahr kann das werden, sagt er, bedingt durch den Witterungsverlauf in den beiden vergangenen Jahren. Wir müssen handeln, sofort. Im Frühjahr fressen sie sonst alles kahl. Er sagt, die Goldafterraupe befalle mit Vorliebe Weißdorn, Schlehen und Eichen. Wenn Sie vielleicht als Truppführer, Fräulein Flipjack, die Schulklassen sind mobilisiert. Bitte, sagt der Bürgermeister, Ihr Zirkel damals, Hut ab. Lizzie nimmt die Windjacke vom Haken, neben der Tür stehen die Stiefel, sie bindet sich noch ein warmes Tuch um. In den Astgabeln sind die Nester deutlich zu erkennen, weiße Gespinste, fast silbrig. Die Kinder haben das Gaudi gern, wie Drachensteigen oder den obligatorischen Kinobesuch. Spaßig ist auch der Name, da ist mehr drin als bei Emilia Galotti. Die Goldafterraupe macht großen Eindruck. Immer wieder mahnt Lissy zur Vorsicht, wenn es mit einem Messer in der Hand die Leiter hinaufgeht. Anschließend werden die abgeschnittenen Nester verbrannt. Im Frühjahr denkt Lissy wie an einen Filmausschnitt an diesen Sonntag zurück. Es ist nicht zutreffend, dass sie alle Gespinste verbrennen ließ. Lissy hat ein Gespür für Zusammenhänge. Eines Abends wird sie von Dr. Armintor überrascht, wie sie im Dunkellabor mehrere Nester einem Lichtschock aussetzt. Mittlerweile ist es 7. Dr. Armintor könnte fragen, »Was suchen Sie denn noch hier?« und dann die Stirn runzeln. »Unterrichten Sie mich doch bitte über Einzelheiten, insofern Sie aufschlussreich sind.« Dr. Armintor sagt, insofern ein Blick hat ihm genügt, »Sie sehen überhaupt so aus, als wären Sie mit Haut und Haaren bei der Sache.« »Fräulein Flipjack«, sollte er zuletzt noch sagen. »Man weiß, es ist sein Spezialgebiet, seit Jahren.« Die biologische Uhr macht Schlagzeilen in den Illustrierten. Ihr Sitz konnte bisher nicht lokalisiert werden. Natürlich gibt es Vermutungen. Lichteinwirkungen spielen eine Rolle. Der Zeitpunkt, die Dauer. Vielleicht ist es etwas sehr Simples, aber vermutlich doch etwas sehr Kompliziertes. Jedenfalls gehört Lizzie jetzt zu seiner Arbeitsgruppe. Seit dem Monatsersten. Lizzie sieht wirklich gut aus. Zur Strickhose trägt sie die rumänische Bluse. »Das Fräulein Flipjack«, sagen die Männer und nehmen kleine psychische Veränderungen an sich wahr. Gerade eben hat Lizzie eine Beobachtung gemacht, vor ein paar Tagen, am Freitag. Sie wollte es selbst nicht glauben, doch das Ergebnis bleibt stabil. Dabei spricht vieles dagegen, fast alles, sie glaubt es auch heute noch nicht. Nach 50 Versuchen sind Zweifel weiterhin am Platz. Das darf man gegen die Goldafterraupe einwenden. »Wenn es stimmt, können wir insofern froh sein«, wird Dr. Armintor sagen. Bis nach Mitternacht sitzt er am Tisch und schreibt den Forschungsbericht für Lausanne bei einer Kanne Tee. Im März, sobald das erste Gras sprießt, reißt es sich angenehm. Auch eine Dienstreise ist dann erträglich. Lizzie überprüft ihre Aufzeichnungen. Sie verändert den Lichtfaktor und wiederholt abends den Versuch. Noch einmal und noch einmal. In Winterthur haben wir einen Mietwagen genommen und sind einfach losgefahren. Ins Blaue, schreibt Frau Flipjack. Ich erinnere mich genau, das war Spätsommer 38. Der Bericht umfasst schon 41 Seiten. Dr. Armintor hat Lizzies Beobachtung in einer Fußnote dargestellt. Er isst Mangofrüchte aus der Büchse. Frühmorgens, kurz nach 6, macht er seinen täglichen Kopfstand, um der Altersverkalkung rechtzeitig vorzubeugen. Wenn er so Kopf steht, ist er schlagfertig genug. Statt 3 wird er nun 4 Namen auf die Liste setzen. Armintor, Böhlitz, Flipjack, Leusner. In der alphabetischen Reihenfolge. Das ist ja längst eine Selbstverständlichkeit. Hier stehen der Jugend alle Türen offen, was überall nachgelesen werden kann. In Lausanne die Windfangtüren des Hotels Zürchli, wo das Symposium stattfinden wird, mit dem Blick auf die Rabatten am Tellplatz.
Insbesondere die öffentlichen Anlagen in Winterthur mit ihren Tulpenbeeten sind ein zauberhafter Anblick, hat Frau Flipjak an Lizzie geschrieben. Vater und ich hatten immer das Gefühl, in Holland zu sein. Dr. Armintor lässt sich nach hinten abkippen. Wenige Minuten genügen durchaus, wenn die Übung regelmäßig geturnt wird. Obwohl die Beobachtung noch nicht als völlig gesichert gelten kann und obwohl das alles nicht so einfach ist im Dunkellabor, will Dr. Armintor auch Lizzie für Lausanne empfehlen, obwohl sie kein Wort Französisch spricht. Und das ist doch höchst erstaunenswert.